Hallo und herzlich willkommen bei Spiel für Musik in Berlin-Lichtenrade. Kommt rein! Ich würde euch gerne in den nächsten Minuten ein bisschen Spiel für Musik näher bringen. Begleitet mich einfach und schaut euch mit um. Fangen wir hier vorne an. Lego, Playmobil, Schleich, alles was das Spielwarenherz begehrt. Für Jung und Alt. Für alle Sammelkartenspieler ist natürlich das Zubehör immens wichtig. Sei es Schutzhüllen, Deckboxen, Playmats, Sammelordner, all das findet ihr auch bei uns. Findet ihr mal was nicht, bestellen wir es gern für euch. Unser Hauptaugenmerk in den letzten Jahren liegt ganz klar bei den Trading Card Games. Vorneweg natürlich Magic, die Mutter aller Kartenspiele, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, alles was das Sammlerherz begehrt. Wir bieten euch Zubehör dafür, Single Cards, und Single Cards ist das Stichwort, folgt mir bitte. Hier im ersten kleinen Bereich haben wir die Sammelkartenordner für euch. Da könnt ihr euch die Single Cards raussuchen. Nehmt euch Zeit, setzt euch hin ganz in Ruhe. Auch wenn ihr nach der Schule Lust habt, kommt zum Spielen, zum Tauschen vorbei. Schaut bei den Kartenspielen, bei den Brettspielen. Schaut auf unserem Veranstaltungskalender. Da gibt es immer die Möglichkeit, Spieletage, Tauschtage und so weiter mit auszunutzen. Das sehen wir auch nochmal hier vorne. Dort haben wir unseren Veranstaltungskalender. Ja, findet ihr natürlich auch alle entsprechend auf unserer Internetseite. Wenn ihr ein bisschen länger bei uns seid, ist es natürlich auch wichtig, dass ihr die Möglichkeit habt, mal kurz zu verschwinden. Die Möglichkeit habt ihr hier. Und hier geht es dann in den Spielebereich für die Turniere von Magic, von Yugi, von Pokémon. Hier finden auch Brettspieltage statt, Tabletop für Games Workshop oder einfach mal so zum Spielen und Treffen. Spielmöglichkeiten haben wir hier für über 50 Spieler, was wir bei einigen Turnieren auch schon gut geschafft haben. Ob ein Pre-Release, eine Sneak Peek, das klassische Friday Night Magic, ihr seid uns immer herzlich willkommen. Die Turnierbereiche sind dann unterteilt, damit sich die einzelnen Spiele auch nicht in die Quere kommen. Auch hier gibt es nochmal zusätzlich die Möglichkeit, kurz zu verschwinden oder seine Garderobe an warmen Winterabenden loszuwerden. Ansonsten ist das Ganze für euch hier zum Spielen, zum täglichen Spielen ausgerüstet. Und ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut.